Hallo Leute, da sind wir. Ja, so leer ist er leider nicht überall, aber ja, heute ist nicht so viel los. Der Flieger ist trotzdem voll. Dann schauen wir mal. Leiser drehen. So, Leihwagen gekriegt. Genau, lass mal sie mal quatschen. Ja, kürzere Straßennavi übrigens, merkt man hier gerade mal. Das kommt wahrscheinlich. Straßen sind relativ beschissen, wie man gerade sieht, die ersten 3 Meter. Wir haben auf jeden Fall mal ein großes Auto, wir haben endlich mal einen Tiguan. Also, wir konnten upgraden vom Golf. So, mein Schatz ist leider ein bisschen unterzuckert. Wir müssen schauen, dass wir was zu futtern kriegen. Und es ist extrem warm hier drin. Klima läuft auf. Dankeschön, mein Schatz. Nicht auf voller Leistung. Naja, gucken wir mal, was die nächsten Tage bringen. Kannst ruhig Stopp machen, weil mir fällt nichts mehr ein. Alles gut. Ganz liebe Grüße von hier. So wie siehst du es? Ein paar Wolken sind schon da, also da hinten regnet es schon ein bisschen. Aber ansonsten, es ist wirklich warm. Also mein Schatz ist immer noch im Dings. Aber ich bin schon, ja, ich habe deren Fahnenpullover ausziehen müssen, war zu warm. Klimaanlage schafft es nicht. Wir haben ein schönes Auto gekriegt, wunderbar, ein Tiguan. Der sollte es im Gelände ein bisschen machen. Und auf jeden Fall, die Straßen sind tatsächlich echt miserabel. Echt Schlaglöcher und der Rest ist natürlich nicht asphaltiert. Deshalb ist das Auto genau richtig für uns. Ja, sieht's aus, jetzt wird erstmal gegessen. Wir sind gerade beim Schlangen. Typisch Eishorn-mäßig, das ist richtig klasse, das Essen. Also, der Fall würde sagen, Wucht. Und ja, dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Kein Spruch? Nö, der Abend. Der Abend so bringt, genau. Und ja, lass das Ganze ausklingen. Schauen wir morgen, was wir noch alles machen können. Da ist so einiges auf dem Plan. Unterschätzt habe ich tatsächlich die Insel, weil die ist doch wesentlich größer und auch im Endeffekt wahrscheinlich sogar länger. Also von Norden nach Süden, Richtung wie Gran Canaria oder Teneriffa. Wir sind jetzt schon allein vom Flughafen bis hierher 70 Kilometer gefahren. Also wenn wir das mit dem Shuttle gemacht hätten, dann wäre das tatsächlich eine Stunde Fahrt gewesen. So bin ich heute früh heute ein bisschen arg durchgerauscht, aber ab morgen fahren wir wieder anständig. Ja, also ein bisschen, der Wind ist schon ein bisschen kühl noch. Muss man sagen, der Himmel ist auch ein bisschen bedeckt. Ja, wir sind im Ashan. Und zwar, wie heißt das? Ach Gott, Espinosa Beach. Ja, Espinosa Beach? Ja. Gut, etwas schwierig zu merken, wie Albatros, Hibiskus oder wie sie nicht alle hießen. Ja, von der Serie haben wir jetzt schon mehrere Hotels durch. Und muss wirklich sagen, mit der sind wir eigentlich ganz zufrieden. Vor allem nach dem Reinfall mit dem DP San Antonio auf Malta ist das wieder ganz angenehm. Selbst die Mucke ist gleich. Gut, wenn man jetzt im Hintergrund sieht, es ist schon ein bisschen größer. Es ist also nicht mehr so, wie man es von den alten anderen Asans kennt. Das ist also die kleinen mit 2 Stockwerken, diese einzelnen Gebäude sind. Die gibt es da unten übrigens auch. Wir sind jetzt so vorne drin und haben mehr Blick. Alles wirklich richtig klasse, kann man nicht meckern. Selbst das Essen, alles wirklich irgendwie gleich. Das Bier auch. Und ach Gott, wie viele Pools haben wir denn noch? Also hier oben ist schon mal einer. Man braucht da nicht. Haben wir eigentlich auch mehr. Und unten sind auch nochmal 2. Jupp. Und das sind auch diese einzelnen kleinen Gebäude. Sag was, wir die ganze Zeit geredet. Ah, jetzt haben wir schon Wind hier. Ja, Windy City. Windy City. Na. Jetzt gehen wir mal ein bisschen rum und gucken, was hier so die Umgebung hat, noch bevor es ganz dunkel ist. Und den Rest machen wir dann morgen. Also, viel ist hier natürlich nicht. Auf der ganzen Insel ist relativ wenig. Wir haben einen Supermarkt direkt vor der Haustür. Den werden wir uns jetzt mal anschauen. Und eigentlich auch das ursprünglich gebuchte Hotel, was wir nicht gekriegt oder glücklicherweise nicht haben. Ja. Alles schick, alles bums, wir sind hier völlig zufrieden. Der erste Tag ist schon wieder
runterkommen, so richtig stark, richtig klasse. Ja, da unten steht der Tiguan. Die sagt auch, das ist gut gegangen. Alles schick, alles bums.